Das erwartet euch heute in der neuesten Folge der Dynamo Dresden Karriere. Kommt Dynamo Dresden wirklich ins Pokalviertelfinale? Heute haben wir einen richtigen Brocken als Gegner, und zwar den BVB. Kann Dynamo Dresden die Underdog-Rolle an sich reißen, denn im Pokal gelten eigene Gesetze. Des Weiteren, Ligabetrieb im vollen Gange. Der Anschluss an die Spitze gilt eigentlich schon verloren. Allerdings, vor allem in dieser und in der nächsten Episode, stehen für Dynamo Dresden richtige Kracherduelle gegen die Spitze der Liga an. Und zu guter Letzt passiert was in der Mannschaft. Bald steht die Wintertransferphase an. Gibt es einige Spieler, die gehen sollten oder nicht? Das erfahrt ihr alles jetzt. Moin Leute und herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Episode der Dynamo Dresden Karriere hier auf meinem YouTube-Channel. Heute Episode Nummer 37. Das ist die letzte Folge vor der Wintertransferphase. Ich bin mir nicht sicher, ob wir was im Winter transferieren werden, wenn dann nur höchstens einen weiteren Spieler. Falls ihr übrigens Transfervorschläge habt, schreibt die gerne unten rein. Aber heute stehen wichtige Spiele an, unter anderem gegen die Tabellenspitze der Liga, und im DFB-Pokal treffen wir auf wahrscheinlich einen der Titelfavoriten. Ah, gegen wen spielen wir denn jetzt eigentlich? Wir spielen tatsächlich heute die beiden letzten Partien dieser Folge, und zwar zu Hause gegen Greuther Fürth und dann gleich danach noch im DFB-Pokal ebenfalls zu Hause gegen Borussia Dortmund. Das wird ziemlich schwer. Das bedeutet, gegen Paderborn, den KSC und Holstein Kiel wird heute schnell simuliert. Wir blicken auch gleich mal auf die nächste Folge. Und Leute, wir nehmen den kompletten Monat mit, den Januar und den restlichen Dezember. Ich würde sagen, ich spiele davon ein Spiel aufgrund der Transferphase, werde dann vielleicht noch eins normal simulieren. Also entscheidet euch gerne, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link, dort gerne raufklicken und abstimmen, gegen wen ich in der nächsten Folge selbst spielen soll. Und zur Auswahl stehen folgende Vereine: der 1. FC Nürnberg, dann Hannover 96, Fortuna Düsseldorf, Jahn Regensburg oder Hannover 96. Ich hasse diesen FIFA-Spielplan. Warum kriegt die EA es nicht geschissen, dass ich... Ist das der 7.? Das muss der 17. Spieltag sein. Ich spiele am 17. Spieltag gegen Hannover 96. Und dann am, logischerweise am 20. nochmal. Es regt mich ja schon auf, dass sie die originalen Spielpläne in der ersten Saison nicht drin haben. Aber dass sie dann danach noch so einen Schwachsinn produzieren, ist eigentlich noch beschissener. Also Hannover 96 kommt nur einmal rein. Ich entscheide mich dann einfach, welches der beiden Spiele ich spiele. Also nachdem es geklärt ist, gegen wen wir heute spielen, kommen wir als nächstes zu den Kommentaren. Kommen wir als erstes zu unserem Stammtorhüter für die Saison. Und zwar Nicolas Villa. Oder Villa heißt er, ja. Da gab es einen Kommentar, der meinte, dass man ihn noch Spanisch ausspricht. Ist leider nicht so, er ist ja Italiener, und das ist ja dann das gleiche wie Barella oder Fabio Quagliarella oder wie er heißt. Und mein absoluter Favorit, wir kennen ihn nicht, Francesco Bernoulli. Alle mit Doppel-L und alle werden sie Doppel-L ausgesprochen. Aber ja, wäre er Spanier, dann würde man ihn natürlich Villa nennen. Wie David Villa. Des Weiteren habt ihr gefragt, ob ich denn nicht eine komplette Mannschaft aus den guten Jugendspielern machen könnte. Zwei Sachen dazu. Erstens kriege ich wahrscheinlich keine ganze zusammen. Und zweitens bin ich nicht so der Fan davon, weil ich hätte gerne auch ein paar reale Spieler. Für sowas kann man Jugendspieler-only Sprint to Glory machen. Hätte ich vielleicht auch mal das Interesse, das zu machen. Habe ich letztes FIFA nicht gemacht. Hatte ich eigentlich vor. Warum? Keine Ahnung. Klar kann man Jugendspieler mit einbauen, aber ich bin nicht so der Fan davon, wenn sie wirklich die ganze Mannschaft halt überstrahlen, sag ich mal. Achso, und danke für das gute Feedback auf das Intro. Ich werde das jetzt die nächsten Folgen immer so weitermachen. Schreibt mal gerne rein, wie ihr das findet. Ob ich da noch irgendwas dran verändern könnte. Soll ich schwarz-weiß lassen mit dieser Headline, sage ich mal. Oder soll ich es da noch ein bisschen verändern? Schreibt es gerne unten rein. Also in dem Fall meine ich das, wo ich erkläre, was in der jetzigen Folge passiert. Das habt ihr gerade eben auch gesehen. So Leute, dann wollen wir auch nicht lange rumschnacken. Oder ist das ein anderer Kleefisch? Ich habe keine Ahnung. Egal, Schnellsimulation, auswärts in Paderborn. Gib ihm hoffentlich einen Sieg. 2:0, Doppelpack, Matti König. Kurze Übersicht über die Tabelle. Wir sind aktuell Tabellenfünfter mit 20 Punkten, haben allerdings auch schon satte 8 Punkte auf die ersten beiden Plätze Rückstand. Ich hoffe, wir können zumindest auch Fürth den Abstand heute verringern. Da wird ja die nächste Folge richtig wild. Da spielen wir gegen Nürnberg und gegen Düsseldorf. Die sind einfach Zweiter und Dritter. Hannover spielen wir auch, die sind Vierter. Also nächste Folge wirklich nur gegen die obere Tabellenhälfte, beziehungsweise sogar gegen die Tabellenspitze. Vor dem Spiel gegen den KSC haben wir nochmal ein monatliches Scouting-Update. Ich habe den mal nach Argentinien geschickt, der in Portugal
Portugal war, weil er zurückkam. Allerdings findet er nichts. So, das zweite Spiel steht an. Zu Hause gegen den KSC. Die haben gerade mal 7 Punkte, sind dick im Abstiegskampf. Auch hier gewinnen wir 2:0. Taferna und Endo treffen. Sehr schön. Erstes Tor für den Japaner. Also wir starten mal mit 2 Siegen in diese Episode rein. Hoffen wir, dass gleich noch ein dritter Sieg gegen die Holsteiner aus Kiel. Ich glaube, so nennt man es überhaupt nicht. Gegen Holstein Kiel. Dass dort der nächste Sieg jetzt noch gleich folgt. Hatten wir Bauer damals nach Granada verkauft? Ne, den hatten wir woanders im Verkauf. Mohamed Bauer ist gewechselt, Leute. Ich will mal sehen, wie der aussieht. Ich glaube, den hatten wir doch nach Burnley verkauft. Der ist jetzt nach Spanien gewechselt und spielt bei Granada. Der spielt doch nicht zweite Liga, oder? Doch, Leute. Mohamed Bauer spielt zweite Liga. Wäre doch ein richtig geiler Videotitel. Absturz des Megatalents von Dresden. Als nächstes geht es zu den Störchen nach Kiel. Ich bin gespannt. Auch hier eine Schnellsimulation. Diesmal verlieren wir 2:1. Ich frage mich, wieso. Die Kieler haben nämlich ganze 10 Punkte. Weniger als wir. Inzwischen sind es sogar 11 Punkte Rückstand auf Düsseldorf. Das wird ein ganz schönes, dickes Stück Arbeit, das aufzuholen. Vor allem, wenn wir jetzt nicht gleich gegen Fürth gewinnen sollten. Und da hoffen wir, dass es jetzt gut laufen wird. Ich hab mal Bock, die Raute wieder zu spielen. Und zwar eigentlich genau so. Damit ein herzliches Willkommen hier in Dresden schneit es. Wir haben den Tabellenzweiten zu Gast. Und zwar die Spielvereinigung Greuther Fürth. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Das ist natürlich wunderbar. Grüne Trikots auf grünem Untergrund. Erstes Mal eine andere Formation. Mal wieder die enge Raute ausgepackt. Doppelsturm Mori und Amdouni. Das erste Mal zusammen auf dem Feld. Und Amdouni gleich mal mit der ersten Möglichkeit. Rüber zu Philipp Max, der mit dem Abschluss. Auch Isco jetzt mal auf der 10er Position. Nicht unbedingt immer auf der 8, wo er ja sonst spielt bei uns. Und Isco bekommt hier den Ball. Legt ihn quer für Mori. 1:0. Was für eine Übersicht von Isco. 9 Minuten sind gerade mal rum und wir führen gegen den Tabellenführer aus Fürth. Auch was für ein wunderschöner Pass von Taferna. Diese Chipbälle, die kann er einfach. Und dann Isco per Kopf abgelegt für Shuei Mori, der komplett frei ist. Der zieht direkt ab und der Keeper aus Fürth ohne Chance. Da haben wir 7 Saisontore für Shuei Mori in 11 Partien. Ist schon echt beachtend. Isco mit dem Abschluss. Ball kommt rüber zurück ins Zentrum. Amdouni. Nee, warum zieht er denn nicht sofort ab? Oh Leute, wir kriegen einen ganz gefährlichen Freistoß. Den tritt Philipp Max. Oh komm, machst du ein zweites Tor. Oh, schade. Der war knapp. Aber von den Fürthern noch gar nichts offensiv zu sehen. Jetzt mal Amdouni für Mori. Der wieder für Amdouni. Der Abschluss. Ecke getreten von Philipp Max. Da haben wir Isco. 2:0. Per Ecke trifft er. Der ist nicht groß. Ich glaube, der ist nicht mal 1,80. Also auch der nächste Assist für Philipp Max. Ich finde, der ist ein super Standardschütze. Schlägt die Ecken immer wunderbar rein. Isco setzt sich gegen die Nummer 18 durch. Keine Chance für den Keeper. Und Isco mit seinem zweiten Saisontor, glaube ich. Natürlich dann gleich gegen den BVB auch wieder Kevin Boll im Tor. Da bin ich auch mal gespannt, wie es gegen den BVB laufen wird. Während wir uns hier gegen die Fürther einfach mal gefühlt warm schießen. Das ist Isco, Ball Richtung Zentrum. Amdouni hat heute noch gefehlt. Jetzt hat er auch sein Tor. 3:0. Da haben wir es. Isco heute an allen 3 Toren beteiligt. 2 Assists, 1 selber gemacht. Diesmal ist es Amdouni, der treffen darf. Vor allem, Leute, Shuei Mori hat mehr Tore als Amdouni. Das war erst das 5. Saisontor für Zeki Amdouni. Wettbewerbsübergreifend müsste er allerdings mehr haben, denn im Pokal hat er ja auch 3 Tore gegen Heidenheim dazu gesteuert. Mori über links hat Platz und Tempo. In der Mitte wartet natürlich Zeki Amdouni. 4:0. Und das kurz vor der Pause. Das Ding ist entschieden, Leute. 4:0 beim Tabellenführer oder Tabellenzweiten, je nachdem. Auch der nächste Assist für Shuei Mori. Ich muss nach der Folge oder am Ende der Folge, am besten sogar nach dem Spiel, mal gucken, was denn unsere Spieler so für Scorer-Punkte haben, wer wie viele dort hat und so weiter. Schönes Tor, schöne Direktabnahme von Zeki Amdouni. Denn das würde mich echt mal blendend interessieren, auch alleine wie viele Assists Mori hat, weil er jetzt auch schon echt ein paar gegeben hat auf Ricky Jake Jones, auf Amdouni und noch andere Spieler. Die Raute gefällt mir echt gut. Das Problem ist, dass wir dann unsere Flügelspieler nicht so wirklich einsetzen können in dieser Formation. Taferna, wunderbar, in der Mitte Mori. Oh, der war knapp, fast das 5:0. Und von den Fürthern kommt ja wirklich gar nichts. Also wirklich so überhaupt nichts. Nächster Ball für Amdouni von Neumann, der raufgekommen ist. Zuckersüß für Shuei Mori mit dem 5:0. Einfach klasse herausgespielt. Neumann raufgekommen für Isco. Und dann ganz frech mit dem Rabona-Pass
für Shuhei Mori und der Japaner mit seinem 8. Saisontor. Leute, auch was die letzte Saison angeht, ich bin der Meinung, dass wir mit diesem Kader nicht hätten absteigen müssen. Unser Kader war nicht so schlecht. Nur ein Mbamba geht mal mit nach vorne. Wieder Mori und nicht das 6:0. Leider kein Hattrick für den jungen Japaner. Allerdings vielleicht mal der andere Japaner mit einer guten Idee. Mori an den Außenposten. Nochmal die Flanke ins Zentrum. Am zweiten Posten ist Mori. Und das 6:0. Was macht denn der Keeper? Der nächste Hattrick für Shuhei Mori traf ja auch beim 6:1 gegen Ingolstadt. Bin ich der Meinung, dreifach. Und hier sehen wir es nochmal. Philipp Max mit einer guten Flanke. Die wurde vorerst noch verlängert. Unfreiwillig vom Verteidiger von Fürth. Mori dann mit der Kopfballchance. Der Keeper nicht reaktionsschnell genug. Und dann knallt er das Ding aus. Ja. 20 cm Entfernung rein. Amdouni für den einlaufenden Cyril Novak an den Posten. Och Mann, ey, schon wieder Aluminium getroffen. Und damit endet das Spiel. Wir fertigen Greuther Fürth mit 6:0 ab. Da hätte ich überhaupt nicht dran gedacht, dass wir hier wirklich einfach so durchspazieren. Shuhei Mori schießt 3 Tore, Amdouni 2 Tore und auch Isco durfte er einmal treffen. 18:0 Schüsse. So, und mich interessiert jetzt mal, wer schießt denn so wie viele Scorerpunkte? Hier sehen wir es mal, wettbewerbsübergreifend hat Amdouni die meisten Tore, hat nämlich 5 im DFB-Pokal gemacht in 2 Spielen und 6 Tore hier in der Liga. Zudem noch eine Vorlage, 12 Scorerpunkte, allerdings auch 12 Scorerpunkte. Shuhei Mori 9 Tore und 3 Vorlagen. König hat auch schon 6 Tore und ja, wo haben wir denn den Isco? Der hat nämlich 2 Tore und 5 Vorlagen. Taferna hat 9 Vorlagen, 7 in der Bundesliga. Das ist mal so ein Überblick über unsere Leute. Das wichtigste Spiel der heutigen Episode steht an. Es ist auch gleichzeitig das letzte Spiel dieser Folge hier im Rudolf-Harbig-Stadion. Dynamo Dresden empfängt im DFB-Pokal-Achtelfinale Borussia Dortmund. Wir gucken mal, Magdeburg gegen Leipzig, wo sind denn meine Schalker? Gegen Oldenburg bin ich mal gespannt, sollten sie eigentlich schaffen. Und Seki Amdouni, 3 Tore gegen Heidenheim, 2 Tore gegen Saarbrücken, aktueller Top-Torjäger im DFB-Pokal. Oh nein, ich habe vergessen, Kevin Boll einzuwechseln, nein. Jetzt steht der falsche Keeper im Kasten. Ich glaube, ich werde gleich mal am Anfang einfach mal einen Torwart wechseln. Hätte ich denn bloß einen Ersatztorhüter mit auf der Bank? Okay, dann leider nicht. Deswegen dann Nicolas Villa mit von der Partie heute. Hier haben wir unsere Aufstellung, 5-4-1. Genki Endo von Anfang an, nicht Taferna. Und hier seht ihr das 4-5-1 von Borussia Dortmund. Das wird jetzt schwierig. Gehen wir rein in diese Partie. Sehen uns in Szene 1 wieder gegen den BVB. Bis gleich. Oh nein, was macht Müller denn da? Erster Abschluss von der Borussia. Aber auch sofortiger Ballgewinn. Leider keiner mit vorne. Das ist ein bisschen das Problem. Deswegen jetzt hier Matti König im Moment ein bisschen auf sich alleine gestellt. Wartet, bis hier er hier durchrennt. Zwar Ziki Amdouni. Der bleibt erstmal liegen. Hoffentlich hat er sich nicht wehgetan. Gewinnt diesen Zweikampf hoffentlich. Ja, Pepers. Raus auf die Seite für Philipp Max ins Zentrum. Nummer 10 war dort. Das war natürlich Moussa Kone. Kein Handspiel. Und der Abschluss. Villa mit einer Glanzparade. Wunderbar. Trotzdem jetzt Novak muss den Ball behalten und behaupten gegen Adam Lozek. Wir kennen ihn aus der Schalke-Karriere. Deswegen alles nochmal gut gegangen. Die Dortmunder spielen ein ekelhaftes Pressing. Offensivfoul von Gio Reyna. Und guter Ball für Moussa Kone. Wo ist die Mitte? Hier haben wir einen in der Mitte. Das ist Amdouni. Versucht es mit einer Schusswinde erst. Dresden aktuell gut in Form. Von den letzten 4 Ligaspielen 3 gewonnen. Davon auch 3:0 gewonnen. Die Borussia erarbeitet sich Chancen. Hilfe. An den Posten hat er nicht aufgepasst. Oh, Villa. Nein, der Ball ist im Tor. 1:0 nach einer halben Stunde für den BVB. Armando Broja, der Albaner mit dem Tor. Alles kann der Villa leider nicht halten. Wir sehen es nochmal. König nicht effizient genug. Und dann der Schuss von Broja. Er wird noch gehalten. Allerdings kullert er trotzdem ins Tor. Knappe Kiste gewesen. Starke Parade. Aber dann haben wir einfach Pech. Damit führt die Borussia mit 1:0 hier in Dresden. Die können jetzt schön Verwaltungsfußball spielen. Boah, ist das stark gemacht. Amdouni scheitert an Gregor Kobel. Wunderbares Passspiel ins letzte Drittel. Unsere erste wirklich starke Offensivaktion. Philipp Max mit der Ecke. König, schade. Stark von Genki Endo. Und jetzt geht die Post ab ins Umschaltspiel. Der Japaner bleibt im Ballbesitz. Die Boxbesetzung, ist sie vorhanden? Am zweiten Posten König. Und er ist drin.
Ausgleich kurz vor der Pause. Wunderbar gemacht, keiner verletzt, sehr gut. Genki Endo mit seinem Assist für Mati König. Kobel noch dran, aber der ist unhaltbar. Ich finde es gut, dass wir gegen den BVB immerhin ein Tor geschossen haben bisher. Ich würde es jetzt auch nicht schlimm finden, wenn wir nicht weiterkommen. Aber es ist ein enges Spiel und beide Mannschaften haben ihre Möglichkeiten. Auch beim Ausgleichstreffer, wie Genki Endo sich dort durchsetzt, vorher noch in dem Zweikampf und so eine Überzahlsituation einfach entstehen lässt, ist stark. So, zweite Halbzeit läuft und die erste Möglichkeit gehört den Sachsen. Was macht denn Poneda? Also, dass er den genau auf Kobel spielt, versucht sich jetzt in den Strafraum rein zu kombinieren. Abschluss. Allerdings Villa mit einer guten Parade. Dreifachwechsel. Taferna und Isco kommen raus wie Osterwolde. Ecke getreten von Gio Reyna. Und der kommt gut. Oh Leute, ungern würde ich in eine Verlängerung gehen gegen Borussia Dortmund. Philipp Max mit der Ecke. Die kommt leider nicht gut. Isco gewinnt das Kopfballduell. Jawohl. Flanke rein. War da die Hand dran? Da war die Hand dran. Zusammen mit Shuhei Moria auf dem Feld. Und am zweiten Pfosten ist er. Moussa Kone. Und wenn wir hier gegen den BVB führen, dann steht das Stadion auf jeden Fall Kopf. Nächste Chance rollt wieder über die rechte Seite. Das ist genau im richtigen Moment. Nicht für Jones gespielt, sondern für Mori. Und diesmal ist er drin mit dem Pfosten. Shuhei Mori in der 84. Minute bringt der Dresden in Führung. Wunderbar gespielt. Der 10. Assist in dieser Saison für Taferna. Mori im Spiel gegen Fürth noch den Pfosten erwischt. Diesmal trifft er ihn ebenfalls. Aber diesmal geht er auch rein. Kobel ist endlich nochmal besiegt. Osterwolde fängt den Ball ab und es geht direkt wieder in die andere Richtung. Der BVB muss ja jetzt natürlich etwas aufmachen. Und Mori lässt erstmal den Verteidiger alt aussehen. 2 gegen 1 Situation. Nochmal quergelegt. Das war überflüssig. 3 zu 1. Die Entscheidung. Isco. Leute, Dynamo Dresden steht im Viertelfinale. Wir bezwingen den BVB. Mori hier kann er selbst abfließen. Versucht es wieder mit Moussa Kone zu spielen. Und Isco mit all seiner Erfahrung überwindet er nochmals Gregor Kobel. Entscheidet sich für die rechte Ecke. War knapp, aber der Ball ist drin. Und das in der 90. Minute. Und das wird es hoffentlich gewesen sein. Jawohl! Dynamo Dresden steht im DFB-Pokal-Viertelfinale. Und man haut Borussia Dortmund im eigenen Stadion aus dem Wettbewerb raus. Einfach nur wunderbar. Shuhei Mori, so eine gute Einwechslung gewesen. Taferna, so eine gute Einwechslung gewesen. Auch Isco, ein Tor geschossen. Philipp Max, wunderbare Standards. Ja, und so deutlich war das von den Chancen ja gar nicht. Gleiche Schüsse, wir haben sie bloß einfach reingemacht. Leipzig besiegt Magdeburg mit 3 zu 1, schade. Aber ansonsten, Bayern muss ins Elfmeterschießen gegen Elversberg. Augsburg haut Freiburg raus, Bayern natürlich auch weiter. Der HSV besiegt Arminia Bielefeld im Elfmeterschießen. Meine Schalke stehen auch im Viertelfinale. 4 zu 2 gegen den VfB Oldenburg. Hertha weiter gegen Paderborn. Leipzig weiter gegen Magdeburg. Und die Hoffenheimer bezwingen Leverkusen mit 3 zu 2. Und natürlich wir gegen den BVB weitergekommen. Da bin ich echt mal gespannt, wer jetzt im Pokal-Viertelfinale auf uns wartet. Vielleicht haben wir da sogar ein bisschen Glück und kriegen, was weiß ich, den HSV hier aus der zweiten Liga. Mohamed Bauer hat eine 77. Ich glaube, der Typ hat durch seine Verletzung, die er bei uns hatte, richtig dick an Potenzial verloren. So Leute, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, gerne ein Like unter diesem Video da lassen. Wenn das nächste Video bereits am Sonntag kommen soll, dann auf jeden Fall gerne den Like-Button smashen. Gegner für die kommende Folge habe ich ja, wie gesagt, schon am Anfang der Episode genannt. Auch wie hier gesagt, gerne abstimmen. Zudem unbedingt Kommentare schreiben, weitere Vorschläge und natürlich auch Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Bald wird mein Kanal einfach mal 3 Jahre alt. Dann gibt's auf jeden Fall ein Special-Video. Da bin ich mal gespannt. Bis dahin sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Macht's gut, haut rein. Ciao. Und wenn wir hier gegen den BVB führen, dann steht das Stadion auf jeden Fall Kopf. Nächste Chance rollt wieder über die rechte Seite. Das ist genau im richtigen Moment. Nicht für Jones gespielt, sondern für Mori. Und diesmal ist er drin mit dem...